Ein Horrortrip für die Influencerin Anne Wünsche. Gemeinsam mit ihrem Freund und den Kindern wollte sie einen netten Tag auf dem Boot verbringen. Die ersten Stunden waren auch sehr schön. Sie sagte selbst, dass es traumhaft war. Doch als das Wetter plötzlich so stürmisch wurde, war es wie in einem schlechten Film. Die Kinder haben angefangen zu weinen und sie selbst war kurz davor. Total geschockt erzählt sie von diesem Horrortrip. Sie möchte ihn auch nicht wiederholen. Was genau passiert ist, erzählt sie euch lieber selbst. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir gerade für eine Fahrt hinter uns hatten. 2 Stunden lang. Ich dachte, ohne Witz, es gab einen Moment auf diesem Boot. Ich dachte, das war's. Das war's jetzt. Insgesamt waren wir jetzt 7 Stunden auf dem Boot. 3 Stunden haben wir für die Rücktour gebraucht. Schön offenes Meer, natürlich. Ich habe fast geweint. Du hast geweint, mein Schatz. Ich habe auch fast geweint. Das war echt Horror. Die letzten 2 Stunden, auf einmal fing übelst das Gewitter an. Der Sturm, es kamen riesige Wellen. Das ja, Boot ist so... da gibt es eine Story. Ich dachte wirklich, in diesem Moment, das war's. Fast runtergegangen. Ja, war echt Horror. Die letzten 2 Stunden, auf einmal fing übelst das Gewitter an. Der Sturm, es kamen riesige Wellen. Das Boot ist so... da gibt es eine Story. Ich dachte wirklich, in diesem Moment, das war's. Fast runtergegangen. Ja, ich dachte echt jetzt... Wenn man schon sich als Mutter Pläne macht, wie man heil aus dieser Nummer rauskommt, wie man seine Kinder dann beschützt, dann ist schon echt weit. Nee, es gab diese eine Situation, da wollte er dieses Verdeck wieder reinholen, also diesen Sonnenschutz. Und irgendwie war das aber so windig, dass er mal wieder nach aufgegangen und ich kriege es gar nicht mehr alles zusammen. Er wollte dann irgendwie, dass das Boot hat so krass gewackelt durch diese riesigen Wellen. Ich habe dann einfach nur nach Karin gebrüllt, meine Kinder festgehalten. Dann kam Karin von wo? Vom Klo. Und er hat dann gelenkt. Aber echt, Leute, ich dachte, ciao, das war's. Wie findet ihr das, was Anne widerfahren ist? Und wie hätte sie handeln sollen? Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, könnt ihr außerdem das Glöckchen aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.